Ist Fanfiction vielleicht eine Kunstform, die uns durch Sozialisation von Schuldgefühlen befreit? Machen wir uns ein Bild in drei Komplexen. Veröffentlichung, Phantasma, Austausch. Mit 50 Shades of Grey, einer Hausfrauenromanze mit BDSM-Touch, fesselt Hollywood mal gerade wieder ein internationales Publikum. Das Originelle an der Sache ist jedoch, dass die Vorlage von Erika Leonard stammt, während Fanfiction sich unter dem Namen Master of the Universe in der Welt von Twilight tummelte. Sie haben richtig gehört, Grey hieß ursprünglich Edward und es war Bella, die er mit seinen Fesselspielchen im recht puritanischen Milieu des Originals umgarnte. Same procedure bei der 25-jährigen Anna Todd. Ihre erotischen Variationen über die Boyband One Direction wurden bei Wattpad mehrere hundert Millionen Mal heruntergeladen. Und schon interessieren sich auch die Verlage für die Tausenden von Nachwuchsautoren in einsamen Spezialforen. Wattpad entstand ursprünglich, weil unsere Gründer Alan und Ivan Geschichten auf ihren Handys lesen wollten, was damals nicht ging. Die eigentliche Überraschung war aber dann eine soziale, dass so viele Menschen unsere Plattform nutzten, um anderen ihre Texte und Geschichten mitzuteilen und um damit zu spielen. Ein Erfolg, der nur ganz am Rand von einem Massenphänomen kündet, das durchaus Kultcharakter hat. Die Fanfiction. Fangemeinschaften haben es einfach an sich, Geschichten umzuschreiben, neu zu interpretieren und die sogenannten Gaps, also das, was in den Geschichten fehlt, aufzufüllen. Nach dem Motto, was wäre, wenn Harry Potter einen Zwillingsbruder hätte oder Darth Vader eine Frau wäre oder es beide gar nicht gäbe. Es geht also immer um die Frage, was wäre, wenn? Jeder B schreibt das auf seine eigene Art und Weise. Durchgesetzt und etabliert hat sich die Fanfiction bereits in den 80er Jahren über die Fangemeinschaften. I look forward to working with you, Lord Vader. You're beautiful. Vader? What? Im heutigen Internetzeitalter ist das Phänomen allgegenwärtig. Dieser Kultur des Was-wäre-wenn scheint eine relativ kohärente Gemeinschaft anzuhängen, um in die letzten Winkel der Fiktion vorzudringen. Aber in ganz bestimmte. Alle nur denkbaren sexuellen Konstellationen scheinen sich vor allem auf Universen von Harry Potter, Twilight und Co. zu konzentrieren. Variationen, die als Slash bezeichnet werden. Warum werden literarische Erzählungen für Jugendliche sexualisiert? Warum stellt man so explizite Beziehungen zwischen irgendwelchen Charakteren her, die in einer Fernsehserie oder einem Buch auch schon vorhanden sind, wenn auch nur am Rand? Eine ganze Reihe von Studien, auch von mir, zeigen, dass dadurch Teenager gerade in der Pubertät neue Erfahrungen machen können. Vor allem die Teenagerinnen scheinen dabei einer grafisch-literarischen Stilrichtung anzuhängen, die einst Japanerinnen vorbehalten war. Das sind sehr große Gemeinschaften, die wiederum mit bestimmten Manga-Communities zusammenhängen. Den Yaoi- und Yuri-Mangas mit homosexuellen oder lesbischen Inhalten. Vor allem junge Frauen versuchen beim Schreiben über Sexualität, sich in die Gefühlswelt der jeweiligen Personen einzubringen, die sie aber nicht sind. Das heißt, sie spielen mit Erfahrungen, ohne sie wirklich zu erleben. Leave me alone! No! Kiss me! No! No! Yes! No! No! Yes! No! Wird darin die geliebte Figur zu einer Art Puppe? Lord Helmet, what? Die es einem ermöglicht, sich von unterschwelligen Gefühlen und dunklen Fantasien zu befreien?
Aber wieso wird dieses verkappte Coming-out dann mit Millionen von Unbekannten geteilt? Könnte Superman in einer verkehrten Welt nicht ein Superbösewicht sein? Egal ob Comic, der Literatur oder im Kino, es gibt unzählige kommerzielle Slash-Variationen. Hauptsächlich bei Fantasy-Figuren. Allerdings erreicht deren Popularität nie das Ausmaß der Variationen aus der Fanfiction. Il me fait marrer Batman. Avec ses ailes de chauve-souris à la con, il n'a même pas foutu de voler. Auf Wattpad ist Fanfiction äußerst populär. Die Leute teilen sich und ihre Fantasien den anderen mit. Und zwar anhand der Figuren, die sie gut kennen. Hello? I don't know who you are. I don't know what you want. I don't know why you dress like a gay Robin Hood. Like a gay Robin Hood. Die Fantasien der einzelnen Nutzer werden damit zum Vektor für das Teilen von Inhalten in einem sozialen Netz. Fanfiction ist damit eher eine gemeinsame Praxis als eine literarische Gattung. Für viele Menschen ist das Schreiben oder Lesen von Fanfiction Ausdruck einer Zugehörigkeit. Man hat einen Gleichgesinnten gefunden, mit dem man Spaß haben kann. Unsere Lieblingsfiguren werden dabei zu Marionetten, die dem anderen Geschichten erzählen. Über Liebe, Sex und so weiter. Auch Krieg oder einfach nur ganz seltsame Dinge, all das gehört dazu. Ein Marionettenspiel mit eigenem Kodex, dessen Einhaltung den anderen zum Mittäter werden lässt und ihn damit empfänglicher macht für alle möglichen Fantasien oder Perversionen der eigenen Erzählung. Love you. Bye. Bye, baby. Der enorme Erfolg einiger Autoren ist dabei nur ein opportunistisches Detail vor einem viel größeren Hintergrund. Get in here. Fifty Shades ist im Prinzip nur ein winziger Ausschnitt der Fanfiction. Fast zu brav im Vergleich zu den erotischen Inhalten, die man in der Internet-Community finden kann. Der Mainstream ermöglicht es den jungen Autoren, sich abzuheben. Umso besser. Dadurch dringt die Kreativität der Gemeinschaft nach draußen, genauso wie wir heute Sänger oder andere Talente über YouTube entdecken. Nur, dass hier noch ein subversives Element mit dabei ist, und immer dabei sein wird, wegen der militanten User mit ihren Trash- und Gore-Inhalten. Und dieser Exorzismus gesellschaftlicher Normen, das ist es, wonach die Fans suchen. Im Umgang mit allerhand identitätsstiftenden Variationen und zahlreichen Tabus hat die Fanfiction für sich die therapeutischen Stärken der Erzählung als Hersteller von Geselligkeit erkannt. Mit Twitter begann der globale Tratsch. Facebook machte uns glauben, das Zentrum der Welt zu sein. Da war es nur natürlich, dass uns Internet auch die Möglichkeit bietet, extreme Storys und Fantasien zu erfinden, um sich selbst ohne elterliche Aufsicht den anderen zu erzählen und zu erkennen, wie ähnlich sie uns sind. What the fuck was that? Twilight, Channing Tatum, Union J. Don't fight it. Do you trust me? I tie you up to maintain absolute control over what we're about to do. What happens in this room will be very intense for you. Now let's get started. I'm going to restrain your legs now by crossing the ends of this twine around your ankles. It won't leave marks. You have such beautiful skin.
I tug one last time, so you know who's in control. This knot I'm tying around your breast, it's so simple but effective. I have scissors here. I can cut you free whenever it pleases me. You see, most of the fear is in your head.